Lol, was liegt jetzt für ein Training an? Erstmal vor dem Training Nutella-Toast. Dann, sag schnell, Pump-Booster. Ist hier schon drin. Und dann wird heute Schulter trainiert. Aber eher so, ja, natürlich auch mit Grundübungen, Military Press und so weiter. Und dann nochmal 5 Kilometer laufen. Auf dem Laufband werde ich das diesmal machen. Und dann ausgiebig stretchen und dann ausgiebig nach Hause fahren. Normalerweise wollte ich Honig aufs Brot haben. Ich finde den Honig hier nicht, ey. Und Alternative war dann jetzt Nutella, 2 Scheiben Toast, eine ist schon weg. Let's go. Die Leute, die mich von euch schon ein bisschen länger kennen, wissen eigentlich, ich esse nie was vom Training. Ich mache immer gerne dieses Intervallfasten. Also grundsätzlich esse ich immer 12 bis 15, 16 Stunden. Gar nichts so am Tag, weil damit habe ich mich immer richtig wohl gefühlt und alles. Aber wenn man jetzt so viel Ausdauer macht, so gerade so dieses lange auch, diese lange Ausdauereinheiten, merkt man schon, okay, es ist jetzt sogar Schluck auf, es ist besser, vor dem Training auch was zu essen, gerade was schnelle Energie betrifft. Es ist echt enorm hilfreich. Denn ich muss sagen, Entschuldigung, Story wieder abgebrochen. Auf jeden Fall brauche ich viel Kalorien, um zum Düsenjäger zu werden. Ist einfach so. Ein bisschen ungewohnt, muss ich mich dran gewöhnen. Aber so ist er. So, und während des Trainings gibt es nochmal ERAs, ein paar Aminosäuren. Geschmack Mango Maracuja, ist sehr beliebt. Davon ein Löffel. So Leute, ich gönne mir jetzt schön das Protein im geschnittene Brot von Neosubs. Und das werde ich jetzt schön in den Toaster packen. 2 Scheiben haben übrigens, da haben wir es, 11 Gramm Protein. Einfach hier rein, zack, zack. Jetzt mal kurz auf Kampf improvisieren. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, zack, alles drinne und dann werde ich mir da schön Erdnussbutter drauf machen. Das wird so geil schmecken, Leute. Und ich habe genug Protein am Start. Kann ich euch nur empfehlen, Leute, richtig geil. So Leute, das ist das Endergebnis vom geschnittenen Proteinbrot. Tada! Oh Leute, es sieht nicht nur lecker aus, es schmeckt auch richtig geil. Meine persönliche Empfehlung, das geschnittene Proteinbrot von Neosubs mit Erdnussbutter. Probiert es aus, schmeckt richtig geil und ist eine wahre Proteinbombe. Oh, genießt den Anblick, bevor sie gleich weg sind. Er ist 25 Jahre alt und ist schon jetzt Millionär. Das ist auch richtig so, man hat eine gewisse Spannung beim Traden, Leute. Das ist wirklich Konzentration, Spannung. Ja, Uwe, machst du da auch Plus und so? Ja, ja, also bis jetzt Plus, Plus. Guck mal, Leute, ja, ihr seht, bald kommt das neue Büro. Alles hier unordentlich. Für Foods Best kommen jetzt am 16. kommen neue Produkte für euch online. Okinawa, ein Entspannungstee. Hier den Sweet Storm, wieder ein Hanftee. Der Hanftee, unser erster, der mit dem Apfelgeschmack kam richtig gut bei euch an. Konzentrationstee. Dann haben wir hier noch wieder ein Hanftee. Leute, da haben wir mehrere Hanftees im Angebot. Auch richtig geil. Hanftee habe ich auch in meiner Vorbereitung nachts immer getrunken. Jeden Tag. Also in meiner Kampfvorbereitung. Ja, Leute. 4 neue Produkte werden am 16. online kommen. Für euch auf Facebook. Wird richtig geil. Da sind wir auch fleißig.
Und auch die Produkte, Leute, es ist immer so bei Foods Best, alles auf Biobasis, Leute. Alles auf Biobasis und per Hand gepickt. Es wird auch immer so bleiben. Was sind jetzt meine? So, Leute. Wieder zu Hause. Morgen geht es hier weiter. Passt auf. Tada! Guck mal. Schön, wa? Richtig. Wie eine komplette Wand. Geil. Ja, da geht's morgen weiter. Wir sind hier voll am Chillen. Ich bin auch gerade von einem sehr langen Meeting gekommen. Meeting ging um, ja, im Endeffekt Investition und Investition und nochmal Investition in drei Dinge. Und sonst habe ich hier noch die neuen Produkte von Foods Best mitgenommen. Skadi ist auch am Chillen und Frau Schüler ist auch am Chillen.